Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur heute 21. Lesung des Buches Das Doppelgesicht des Papsttums. Ja, ich weiß, das Buch hat einen längeren Titel, aber ich krieg den nie ganz auf die Reihe. Da könnt ihr jetzt mit lachen, da könnt ihr sagen von, guck mal, der Jörg kann sich nicht mal einen Buchtitel merken. Nee, wer von euch kann sich denn den ganzen Buchtitel merken von dem Buch von Charles Darwin? Hey? Also, nein, Scherz beiseite. Das Buch hat einen sehr interessanten, sehr langen Titel, das Englische übrigens auch, aber das Doppelgesicht des Papsttums trifft es eigentlich vollständig. Man kriegt immer eine Seite vorgespielt, das ist die schöne Sonnenseite, um es jetzt mal so zu sagen, und die andere Seite des Papstgesichts liegt im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln, im Dunkeln fühlt sich der Satan wohl, im Dunkeln fühlt sich die Lüge wohl, und sie probieren, uns diese beiden Seiten zu zeigen und uns dann ein X für ein U vorzumachen oder aber die Lichtseite für die dunkle Seite zu verkaufen und umgekehrt. Genauso macht es die römisch-katholische Kirche. Sie verdreht alles, was in der Bibel steht, um 180 Grad, und das ist dann ihre römisch-katholische Lehre, das wird dann ihr römisch-katholisches Dogma. Und wir, Bibel und Jesus Christus bezeugende Christen, haben es uns zur Aufgabe gesetzt, hierzugegen zu protestieren. Wir haben es uns zur Aufgabe gesetzt, allen Mitmenschen, die wir alle ganz furchtbar lieben, zu warnen vor dem Abgrund, in den sie fallen, wenn sie nicht auf die Wahrheit hören. Und die Wahrheit finden wir nur an einer einzigen Stelle in diesem ganzen Leben, in einem einzigen Buch, nur in diesem hier. Die Bibel, die Heilige Schrift, die basiert es auf den originalen Texten im griechischen Neuen Testament des Textus Receptus und im Alten Testament auf den masoretischen Texten in hebräischer und teilweise auch aramäischer Schrift. So einfach ist das. Wenn diese Urtexte verfälscht sind, dann ist die Bibel, die ihr in der Hand haltet, egal in welcher Sprache, verfälscht, dann gibt sie nicht das wahre, inspirierte Wort Gottes wieder und dann habt ihr nicht die richtige Gebrauchsanweisung für euer Leben. Und wenn man versucht, mit der Gebrauchsanweisung eines Plattenspielers ein Mikrofon zu installieren, würde ich mal sagen, dann wird das wahrscheinlich auch nicht richtig funktionieren. Und genau so ist das. Es hat zwar beides irgendwie mit Geräusch zu tun, aber unterschiedlicher können sie beide nicht sein. Von daher braucht man die richtige Gebrauchsanweisung für das richtige Gerät. Und man braucht für das Leben die richtige Gebrauchsanweisung, das ist die richtige Bibel. Das Papsttum verachtet diese Bibel, verbietet diese Bibel, stellt sich selbst mit ihren Lehren über die Bibel. Das haben wir alles in den letzten Lesungen gelernt. Und jetzt freue ich mich da unglaublich drauf, dass wir heute in der 21. Lesung weitergehen in dieses wunderbare Buch von James Edgen Wiley, das um 1853 publiziert wurde. Und dass wir da weiterlesen in diesem wundervollen Buch, in einem neuen Kapitel, das wir heute beginnen. Nur bevor es soweit ist, da hat der Bruder Alexander noch ein Wörtchen mitzureden. Oder besser gesagt, mitzusingen. Und genau das möchte ich euch jetzt gerne vorspielen zur Einspielung auf die Lesung heute Abend. Auf rechte Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durch das Tal der Totenschatten, da führte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich, wenn du bereitest vor mir einen Tisch. Angesicht meiner Feinde, du hast mein Herz mit Öl gesagt.
Mein Becher fließt über, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Der Herr ist mein Hirte, und mir wird nichts mangeln. Na, wieder mal ein wunderschönes Musikstück. Herzlichen Dank, Alexander, dass du dir jedes Mal die Mühe machst, so was Tolles für uns aufzunehmen. Und ich hoffe, dass dir das Material noch lange, lange nicht ausgeht, dass dir die Führung des Heiligen Geistes noch lange, lange, lange nicht ausgeht und dass wir noch viele weitere Lesungen mit einem wunderschönen Lied von dir beginnen können. Das setzt mich immer in eine wunderbare Stimmung. Und das ist endlich mal Musik, die aus dem Herzen kommt, Texte, die aus dem Herzen kommen. Ja, wir wissen, dass das Herz des Menschen böse ist von Anfang an, wer kann es wissen, aber das Herz eines wiedergeborenen Christen gibt doch hier und da auch wieder die Herrlichkeit Gottes, mit der es gefüllt ist. Und das spüre ich in diesen Liedern. Das ist was ganz anderes als die Musik, mit der wir uns in der Agenda immer rumschlagen, die leider in dieser Welt so populär ist, dass die Menschen sie leider immer, immer hören und viel zu wenig von solchen wunderbaren Texten und Melodien hören, die das Herz erwärmen. So geht's mir zumindest. Und ich hoffe euch auch. Und zur Einstimmung in diese Lesung finde ich das immer wunderbar, hier auf die Arbeit von Alexander zurückgreifen zu können. Also, das Doppelgesicht des Papsttums. Wir sind auf Seite 189 von 453 im vierten Kapitel des ersten Buches Einheit der römischen Kirche. Die Kirche ist kein Menschenwerk. Nein, sondern sie ist eine eigentümliche Schöpfung Gottes. Da sie völlig übernatürlichen Ursprungs ist, können wir die Belehrung über ihre Natur, die Verfassung und ihren Endzweck nirgend anders als in der Bibel finden. Ja? Die Kirche ist ein Gotteswerk, deren Ursprung man nur in der Bibel findet und nicht in den Lehren der römisch-katholischen oder einer anderen Kongregation. Glaubensrichtung, Sekte, Kult, nennt es wie ihr wollt. Nur in der Bibel findet man die wahre Bedeutung, den wahren Ursprung, die wahre Belehrung und die wahre Verfassung der wahren und echten Kirche. Das Neue Testament erklärt die Kirche für eine geistige Gemeinschaft, aus geistigen, das heißt wiedergeborenen Menschen bestehend, die unter einem geistigen Haupte, nämlich dem Herrn Jesu Christo, vereinigt sind und durch geistige Bande, nämlich Glaube und Liebe, zusammengehalten und durch geistige, in der Bibel enthaltene Gesetze regiert werden, geistige Freiheiten und Vorrechte genießen und mit geistigen Hoffnungen erfüllt sind. Das war eine ganze Menge Geist in diesem kleinen Stückchen Text. Das Wichtigste finde ich jedoch, das steht hier im Anfang dieses Satzes. Das Neue Testament erklärt die Kirche für eine geistige Gemeinschaft, das heißt aus geistigen, das heißt wiedergeborenen Menschen bestehend. Nun wurde in der Bibel ja, als Jesus Christus gesagt hat, außer ihr seid wiedergeboren, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen, die Frage von, ja, wie kann denn ein Mensch wiedergeboren werden? Wie soll er denn zurück in den Schoß seiner Mutter kriechen? Und Jesus hat hier ganz deutlich erklärt, dass es hier nicht um eine körperliche Wiedergeburt geht, weil wir sind ja körperlich das erste Mal in diese Welt gekommen, sondern dass es um eine geistige Wiedergeburt geht. Dass es darum geht, einen anderen Geist anzunehmen, als, ich sage jetzt mal ganz profan, den Zeitgeist, als den Geist, der diese Welt beherrscht. Der Geist, der ausgesendet wird von dem Fürsten der Lüfte,
von dem, der sich Satan nennt und der allgemein anerkannt gemeint ist, wenn in der Bibel geschrieben steht, dass er der Gott dieser Weltzeit ist. Da steht das Wort Satan nicht ausdrücklich drin. Das muss man aus dem Zusammenhang rauslesen. Da gab es letztens so einen Zweifler, natürlich wieder mal in den Kommentaren dieser Videos, weil ja, steht ja gar nicht drin, dass Satan der Gott der Welt ist. Nein, das musst du eben aus dem Verständnis herauslesen. Da steht ja auch in Offenbarung nicht drin, dass die römisch-katholische Kirche die Hure Babylons ist. Es ergibt sich aber aus ihren Taten und es ergibt sich aus ihren Dogmen und dergleichen mehr, dass in Offenbarung 17, ich glaube Kapitel 5, niemand anders, in Offenbarung 17, Vers 5, niemand anders als die römisch-katholische Kirche gemeint sein kann mit der Frau, die auf dem Tier reitet. Ja? Und mit wiedergeborenen Menschen ist das auch so. Die legen den Geist dieser Weltzeit ab und bekommen den Heiligen Geist. Das muss man sich, ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, aber ich verstehe es so, dass man sich das vorstellen muss wie zu Pfingsten. Damals zu Pfingsten, also nach Jesu Himmelfahrt, ist der Heilige Geist, den Jesus angekündigt hat, der Tröster, in die Apostel eingefahren. Genau so, wie es ein paar Zeilen vorher, ich glaube, da kann mir Michael helfen, der kennt die Stelle besser, ich glaube, im Evangelium von Johannes darin steht, wo der Satan in den Judas Iskariot fährt. Da steht es nämlich auch drin, der Satan fuhr in den Judas herein. Das heißt, der Geist des Satan hat ihn in dem Augenblick beseelt, hat ihn körperlich, hat ihn geistig ausgefüllt und hat ihn gelenkt, hat ihn gesteuert. Und wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Jesus Christus als unseren Erlöser annehmen, wenn wir akzeptieren, dass es kein Gesetz gibt, außer dem Gesetz, das der König der Könige und der Herr der Herren, Jesus Christus, erlässt. Und wenn wir diese Gesetze befolgen und wenn wir ihm unsere Liebe und wenn wir ihm unsere Liebe dadurch beweisen, dass wir seine Gesetze halten, wie er sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote, dann sind wir wiedergeboren im Geiste. Wir laufen immer noch in diesem korrupten Fleisch rum. Ja. Und solange wir in diesem Fleisch leben, wird das auch so bleiben. Und deswegen werden wir immer wieder vom Teufel versucht. Natürlich, weil der weiß, das Fleisch, das kann ich kriegen. Den Geist ein bisschen schwieriger, aber das Fleisch, das kann ich kriegen. Und deswegen hat Paulus ja auch gesagt, das Fleisch tut Dinge oder ich tue Dinge, die ich eigentlich gar nicht will. Weil das Fleisch, dieses korrupte Fleisch, mich dazu verleitet, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht will. Wir sind im Grunde, wenn wir wiedergeboren sind, in einem korrupten, gefallenen Körper gefangen, mit allen Folgen dahin. Und das Wiedergeboren äußert sich dadurch, dass wir die Dinge ablegen, die wir vorher gut fanden. Ich kann ja jetzt nicht für meine Zuschauer sprechen. Ich kann jetzt nicht für die Zuschauer dieses Videos sprechen. Ich kann nicht für die Zuschauer sprechen, die mir hier über Skype verbunden sind. Ich kann nur von mir selbst sprechen. Ich habe Erfahrung mit vielen Leuten, die wissen noch ganz genau das Datum, an dem sie zwischen Anführungszeichen wiedergeboren wurden. Ich habe keine Ahnung, wann es bei mir war. Ich schätze mal, es war irgendwann 2013. Ich will da den Finger gar nicht drauflegen. Lass stehen, dass ich keine Ahnung habe vom Monat oder vom Tag. Es ist mir auch sowas von unwichtig, genau wie mir mein weltlicher Geburtstag, also mein körperlicher Geburtstag hier in dieser Welt, vollkommen unwichtig ist. Was zählt, ist das, was danach kommt, das Resultat. Und ich habe, nachdem ich Jesus Christus im Gebet angenommen hatte, danach habe ich erfahren, wie schlagartig Dinge mir ganz anders auf einmal erschienen, mir ganz anders gefallen oder nicht mehr gefallen haben und wie nach und nach andere Dinge mir klar wurden und ich gesagt habe von Jörg, lass das sein. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ich war einer, der ist immer pokern gegangen. Ich fand Pokern ein ganz tolles Spiel und ich konnte es auch super gut. Deswegen habe ich wahnsinnig viel Geld verloren damit. Weil ich so gut konnte, weil ich der ehrliche Trottel war, ja? Weil ich nicht gemerkt habe, wenn sich andere hinter meinem Rücken verschworen hatten, weil ich nicht lügen konnte, noch nie. Und beim Pokern musst du eins ganz besonders gut können, wenn du Geld gewinnen willst, das ist Bluffen. Und Bluffen ist nichts anderes als Lügen. Und ich habe, obwohl ich wiedergeboren war, noch weitergespielt, weil das war meine Bande mit dieser Welt. Ich hatte Kontakte zu Menschen in dieser Außenwelt, also in dieser Außenwelt, sage ich jetzt schon. Also in dieser Welt, ich hatte noch zwischen Anführungszeichen Freunde, die mich dann auf dem Freitagabend oder Samstagabend einluden oder wir sind am Wochenende ins Casino gegangen zum Turnierspielen und solche Sachen, alles drum und dran, alles ganz, ganz toll. Nur ich habe gemerkt, in dem Augenblick, wo ich wiedergeboren war, dass mir das mehr und mehr nicht gefallen hat.
Es hat mich sogar, zum Schluss hat es mich sogar abgestoßen und irgendwann habe ich dann gesagt, Jörg, was ist dir jetzt wichtig? Dein seelisches Seelenheil, dein geistiges Seelenheil oder dass du mit irgendwelchen Leuten hier in dieser Welt Zeit verbringst, wo du dich im Grunde gar nicht mehr gut mitfühlst, wo du dir selber was vorspielst. Ja, und dann habe ich im Grunde den Schlussstrich gezogen, habe ich gesagt, nein, mir ist mein geistiges Seelenleben wichtiger als dieses weltliche. Seitdem spiele ich nicht mehr Poker, dann habe ich später auch überhaupt keine Musik mehr gehört, also wirklich überhaupt nicht mehr. Ganz, ganz selten, dass bei mir ein bisschen Radio jetzt im Taxi läuft, ansonsten nicht. Ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe aufgehört Hasch zu rauchen oder Gras zu rauchen, wie auch immer man das nennt. Ich trinke so gut wie überhaupt keinen Alkohol mehr. Ja, abends regelmäßig jetzt mal vorm Schlafen gehen ein Bierchen. Ich habe mir auch alkoholfreies Bier gekauft, das trinke ich jetzt mal ein bisschen. Aber selbst Wein, obwohl ich Weinhändler bin, ich trinke fast keinen Wein mehr. Und was ich damit sagen will, ist nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen will, oh, guck doch mal an, wie der Jörg sich verändert hat. Nein, ich mache das nicht mehr, nicht weil ich jetzt auf irgendwas verzichte. Ich mache das, weil mir das nichts mehr bringt. Die Freude, die es mir vorher gebracht hat, bringt es mir nicht mehr. Heutzutage bringt es mir Freude, Bücher wie dieses Buch zu lesen, was ich jetzt irgendwann mal anfangen sollte. Sonst würde ich sagen, von der Jörg, was brabbelt er den ganzen Tag? Wir wollen die Buchlesung hören. Tut mir leid, aber das muss ich auch mal jetzt sagen. Das bringt mir das alles nichts mehr. Es bringt mir keine Befriedigung mehr. Es bringt mir keine seelische Befriedigung mehr. Ja? Seelische Befriedigung bringt mir solche Bücher lesen, bringt mir diese Videos zu machen, bringt mir die Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren, wahre Geschichte zu studieren und anhand von wahrer Geschichte die Prophezeiungen der Bibel zu messen und zu sehen, wie alles in der Bibel sich erfüllt hat in der Vergangenheit. Das ist das, was mir heute Freude macht. Mit christlichen Brüdern umgehen, wie mit Michael, mit dem ich seit Monaten diese Gender- oder satanische Musik-Dinge-Lesung mache oder mit Bruder Brett, den ich jetzt leider viel zu wenig sehe, und wir englische Lesungen machen oder mit jedem anderen, mit dem ich über Skype Kontakt habe, mal nebenbei so Kontakt zu haben, einfach mal zu schnacken, einfach mal den Geist frei laufen zu lassen und einfach mal über Dinge in der Bibel zu sprechen und wie versteht der das? Wie versteht der das und ist mein Verständnis oder sein Verständnis besser oder richtiger oder was kommt der Wahrheit am nächsten? Das sind Dinge, die ich interessant finde. Ja? Philosophieren. Ja, philosophieren in dieser Welt, Philosophie ist die Lehre oder die Kenntnis des Menschen, des Herzens des Menschen. Aber biblische Philosophie ist das Studieren des Herzens Gottes, die Wahrheit Gottes. Und diese biblische Philosophie, die ersetzt bei mir alles. Und dazu braucht es eine Charakterveränderung. Aber die kann man nicht erzwingen. Die kommt oder die kommt nicht. Und bei mir ist sie gekommen mit dieser Wiedergeburt. Und wie gesagt, nicht von heute auf morgen. Einige Dinge, ja, die waren von heute auf morgen anders. Aber viele Dinge entwickeln sich erst im Laufe der Zeit. Tom Frist drückt das immer ganz besonders toll aus. Er sagt immer, Justification happens in an instant, Sanctification is a lifelong process, was auf Deutsch heißt, die Rechtfertigung, die passiert schnapp, von einem Moment auf den anderen, bist du gerechtfertigt, durch Jesus Christus als deinen persönlichen Erlöser anzunehmen und die komplette Erfüllung der 70. Woche Daniels durch Jesus Christus zu akzeptieren, nicht betrogen zu sein, was den Antichristen angeht, nicht der futuristischen Lehre verfallen zu sein, das ist Rechtfertigung vor den Augen des Herrn in einem Moment. Aber die Seligwerdung, das ist ein ganzer lebenslanger Prozess, der wirklich ganz, ganz lange andauert. Eigentlich, ja, bis wir mit diesem irdischen Leben irgendwann abschließen. Und das ist genau das, was der Autor hier meint, wenn er spricht von Wiedergeboren. Und deswegen habe ich mir jetzt mal eben ein paar Minuten die Mühe gemacht, das so runterzubrechen, dass jeder das einmal gut versteht. Wenn man nicht wirklich im Geist wiedergeboren ist, meine lieben Brüder und Schwestern, dann macht man sich was vor. Das ist genau wie die Leute, die an der Endzeit sagen werden, oh Herr, haben wir nicht deinen Namen gepredigt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht diese und jene gute Werke getan? Und Jesus wird am Ende zu ihnen sagen, weichet von mir, ihr, die ihr Ungerechtigkeiten verübt. Ich habe euch nie gekannt. Ye that work iniquity, I've never known you, wie er das im Englischen so schön sagt. Ich finde die englische Sprache in der Hinsicht viel besser als die deutsche. Aber ja, das sind die Leute, die sich selbst vormachen, etwas zu sein, wobei sie in ihrem Herzen wissen, dass sie es nicht sind. Weil sie leiten sich selbst zu ihren Taten, die sie dann vor dem Herrn bringen, anstatt dass der Geist sie dahin leitet und sie sich nur als willfähriges Gerät, sage ich jetzt mal ganz plump, gebrauchen lassen. Und das ist der große Unterschied.
Und irgendwann weiß man das. Wenn ich mir jetzt irgendwas vorgemacht hätte, zum Beispiel mit dem Pokern, dann hätte ich ja gesagt, oh ja, Junge, weißt du was, dann gehst du nochmal zurück, dann kriegst du irgendwann nochmal Lust dazu, das zu machen. Im Augenblick, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel geht. So lange habe ich schon nicht mehr gespielt. Ich verabscheue es im Augenblick. Jetzt versteht mich nicht verkehrt, ich verabscheue nicht die Menschen, die es spielen. Im Gegenteil, die tun mir leid. Ja? Da möchte ich gerne hingehen und möchte einem jeden die Bibel unter die Nase halten und möchte sie unglaublich gerne bekehren, was nie passieren kann, aber man möchte das einfach machen, aber das ist dann wieder der Geist, der daraus spricht. Der sagt, nee, mir gibt es nichts mehr. Mir macht das keinen Spaß mehr. Aufrichtig. Es tut mir fast physisch weh, wenn ich im Fernsehen da Liebesszenen sehe. Ja? Etwas, was im Fernsehen da gezeigt wird, was in ein Schlafzimmer gehört, hinter geschlossene Türen, da habe ich nichts mehr zu tun, sollen die machen, was sie wollen, aber bitte macht es unter euch, nicht im Fernsehen, nicht öffentlich. Mir wird da schlecht von. Ja, ich gehöre auch zu den Männern, die früher Pornografie geguckt haben, das gebe ich offen zu, das könnte ich heute nicht mehr. Ja, und das ist eben die Veränderung des Geistes und das ist das, was mit Wiedergeboren gemeint ist, das ist das, was James Edkin Wiley hier meint, wiedergeborene Menschen, eine geistige Gemeinschaft, die aus wiedergeborenen Menschen besteht, die sich zusammenfinden, weil sie von demselben Geist geleitet sind, die unter einem geistigen Haupte, nämlich dem Herrn Jesu Christus, vereinigt sind und durch geistige Bande, nämlich Glaube und Liebe, zusammengehalten und durch geistige, in der Bibel enthaltene Gesetze geregiert werden. Ja, das ist auch ganz wichtig. Sie werden durch geistige Gesetze regiert, die in der Bibel enthalten sind. Nicht die geistigen Gesetze, die im kanonischen Recht der römisch-katholischen Kirche enthalten sind. Geistige Freiheiten und Vorrechte genießen und mit geistigen Hoffnungen erfüllt sind. Wenn ich für jeden Satz so lange brauche, dann schaffen wir nur eine Seite, ne? Dies ist die unsichtbare Kirche, so genannt, weil ihre Glieder als solche von der Welt nicht wahrgenommen werden können. Die Kirche in diesem Sinne kann nicht durch irgendwelche geografische Grenzen, durch greifbare Besonderheiten und Unterscheidungen beschränkt sein. Sie ist über die Welt verbreitet und umfasst aller Orten, welche an den Herrn Jesum glauben, mit ihm als ihrem Haupte und untereinander als Glieder eines Leibes durch das Band des Geistes und des Glaubens verbunden sind. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft, wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie und sind alle zu einem Geist getränket. Aus 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 13. Die Protestanten gestehen der römischen Kirche das willig zu, was, wie wir nachher noch näher zeigen werden, diese Kirche ihnen nicht zugesteht. Dass innerhalb ihrer Umfählung wahre Glieder der Kirche Christi und Erben des Heils sich finden. Ja, auch in der römisch-katholischen Kirche gibt es wahre Glieder Christi, die darin verirrt sind. Jesus Christus spricht ja auch von den verirrten Schafen. Ja? Und die sind in der römisch-katholischen Kirche. Und die sind im Mohammedanismus. Die sind im Buddhismus. Die sind im Hinduismus. Die sind im Taoismus. Die sind überall zu finden. Die früher oder später sich die wirklichen Fragen stellen und merken, dass sie sich bis hierhin etwas vorgemacht haben. Die Kirche kann aber zweitens auch als eine äußerlich sich darstellende, das heißt als sichtbare aufgefasst werden, welche aus allen denen besteht, die in der ganzen Welt die wahre Religion bekennen, samt ihren Kindern. Auf diese Weise erhalten wir nun nicht etwa zwei Kirchen, sondern es ist eine und dieselbe, nur unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten angesehen. Beide bestehen zum großen Teil aus ganz denselben Individuen. Die sichtbare Kirche schließt alle Glieder der unsichtbaren Kirche in sich, aber nicht umgekehrt. Denn außer denen, welche in Tat und Wahrheit Christen sind, umfasst die sichtbare Kirche auch viele bloße Namenschristen. Da kommen wir genau mit auf die ich gerade eben schon angesprochen hatte. Die bei Jesus stehen und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen und so weiter und so weiter. Ich habe das in einem Kommentar hier etwas anders zusammengefasst. Ich habe hier gesagt, diese nannte ich bis jetzt immer Garagenchristen, ja,
weil sie nach dem Motto meinen, dass sie durch in der Garage zu stehen ein Auto werden. Deswegen sind sie Garagenchristen, weil das funktioniert ja nicht. Genauso wenig wirst du Christ dadurch, dass du in die Kirche zwischen Anführungszeichen gehst. Deswegen habe ich sie Garagenchristen genannt. Oder Freizeitchristen, ja, die nach dem Motto eben, ja, auch wenn ich ein bisschen Freizeit habe, dann lese ich mal die Bibel. Wenn ich ein bisschen Freizeit habe, dann denke ich mal an Gott. Ne? Aber der Term Namenschristen, der hier in diesem Buch auch gebraucht wird, trifft es eigentlich viel besser. Da ja auch die Jesuiten Jesus nur in ihrem Namen tragen. Ne? Jesuiten von Jesus, aber nicht im Herzen. Und was wir im Herzen tragen, darin werden wir von unserem Vater im Himmel gemessen. Ihre Grenzen sind daher weiter als die der unsichtbaren Kirche. In einer Fußnote sagt der Autor hier, die unsichtbare Kirche hat auch in den schlimmsten Zeiten römischer Finsternis innerhalb derselben nicht aufgehört zu bestehen. Stets war eine, der Welt freilich zum großen Teil unbekannte Gemeinde der Gläubigen vorhanden, in der das Evangelium mit der Kraft wieder hervorzubrechen und alle Irrtümer zu überwinden von Zeitalter zu Zeitalter sich fortpflanzte. Beweis hierfür, das habe ich dazugefügt, sind zahllose Papismusgegner, die aber aus der römisch-katholischen Kirche hervorgingen, wie zum Beispiel John Wycliffe, Jan Hus, Giancarlo Savonarola und dann die ganzen Reformer, also Luther, Calvin, Zwingli, Mortimer, Latimer, ich kann sie jetzt nicht alle aufnehmen, ich tue immer denen Unrecht, die ich nicht nenne. Ihr versteht schon, diejenigen, die vor allen Dingen im 16. Jahrhundert aus der römisch-katholischen Kirche herauskamen und durch die Bibel in der eigenen Sprache zu sprechen, auf einmal entdeckt haben, dass das Papsttum der Antichrist ist, die alle ausnahmslos aus der römisch-katholischen Kirche hervorgingen. Also das ist nicht so etwas, was der Autor hier einfach sagt, dass auch in der falschen Kirche immer die wahren Glieder Christuskirche sind, sondern das ist geschichtlich bewiesen. Die ganzen Jahrhunderte durch gab es immer wieder Menschen in der römisch-katholischen Kirche, die vom wahren Geist befallen waren, um jetzt mal so ein ja, fast negatives Wort zu nennen. Befallen wird man ja meistens von einem Virus oder einer Krankheit oder so. Aber das war die heilende Krankheit, sagen wir es mal so. Das war die Remedie, das war die einzige Medizin, die überhaupt noch irgendwas hilft. Ja? Und die Leute hat es durch die ganzen Jahrhunderte in der römisch-katholischen Kirche gegeben. Und die gibt es auch noch heute. Und ich hoffe, dass mit Videos wie diesem, wenn ein oder andere das sieht, er mal seinem Geist nachgibt und nachspürt und vielleicht zu der Erkenntnis kommt, dass er in der Lüge gefangen ist und dass er doch lieber von der Wahrheit eine Backpfeife kriegt, anstatt von der Lüge totgestreichelt zu werden. Das sind im Allgemeinen die Grundsätze der Protestanten über das Kapitel von der Kirche, von welchen sich dagegen die papistischen Lehrmeinungen wesentlich unterscheiden, fährt der Autor fort. Die Papisten behaupten, dass die römische Kirche die Kirche im eigentlichen Sinne, dass sie die Kirche sei, mit Ausschluss aller anderen Gemeinschaften oder aller anderen Kirchen, die den christlichen Namen führen. In Fußnote 2 sagt uns der Autor hier, Peron, das ist auch ein Historiker, gebraucht den Ausdruck Kirche zuweilen in einem engeren Sinne, um bloß den mit Unfehlbarkeit bekleideten Klerus zu bezeichnen, zuweilen aber auch in weiterem Sinne. Aber selbst so ist ihm die Kirche auf diejenigen Gemeinden von Gläubigen beschränkt, welche durch gesetzlich berufene, unter dem römischen Papste stehende Hirten geleitet werden. Aus seiner Arbeit Praeleticones Theologica. Tom, ich weiß nicht, wo die Abkürzung steht, Band 1, Seite 17, da ist das entnommen. Ja? Also, der Satz endete gerade hier, Namen führen. Sie behaupten, fährt der Autor fort, dass diese Kirche nur eine, dass sie katholisch oder allgemein, dass sie unfehlbar, dass der römische Papst als der Nachfolger Petri und Statthalter Christi ihr sichtbares Haupt und dass außer ihr kein Heil sei.
Da habe ich gerade heute Nachmittag im Auto nochmal eine Lesung von Tom Fress gehört aus dem November 2010. Er hat eine wunderbare Erklärung abgegeben über das Katholische. Wir wissen ja, dass das Wort katholisch heißt ja auch universell oder, wie er hier der Autor sagt, allgemein. Jetzt ist natürlich immer die Frage von, ja Jörg, erklär das doch mal. Wenn das denn so allgemein ist, wie erklärt sich denn das, Rom von sich selbst behauptet, die universelle Kirche zu sein, die dann ja alle anderen Glaubensgemeinschaften und dabei jetzt nicht nur die sogenannten Christlichen, sondern auch die Unchristlichen mit einschließt. Also wie zum Beispiel den Mohammedanismus, den Buddhismus, den Taoismus, den Hinduismus und so weiter und so weiter. Das ist dadurch, dass viele Traditionen und viele Bräuche in der römisch-katholischen Kirche in derselben oder in stark ähnlicher Form in diesen anderen Glaubensrichtungen ebenso stattfinden. Das haben sie alle gemeinsam. Was sie gemeinsam haben, ist, dass die römisch-katholische Kirche vom Satan seine Macht bekommen hat. Das lesen wir in Offenbarung 13. Ja? Wir können das ja mal eben aufschlagen. Ich finde Offenbarung 13 ein sehr interessantes Kapitel. Da werden mir wahrscheinlich einige jetzt zustimmen. Abgesehen davon, dass die ganze Bibel natürlich interessant ist. Aber in Offenbarung 13 steht am Anfang ein sehr interessanter Satz. Und den schauen wir uns mal eben an. Und zwar geht es hier um das erste, das Tier aus dem Meer. Da steht hier, ja, wo ist das denn hier? Und es wurde ihm und so weiter und so weiter. Ach, ja, 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 ja. Und der Drache gab ihm seine Vollmacht und so weiter und so weiter. Hier. Und das Tier, das ich sage, liegt ein Panther, seine Füße und so weiter und so weiter. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Ja? Der Drache. Und der Drache wird ja zum Beispiel auch in der chinesischen, also hinduistisch ist das, glaube ich, hauptsächlich, was die Frönen da an Religion verehrt. Ne? Jeder kennt ja den chinesischen Drachen zum Beispiel. Das sind so die Gemeinsamkeiten, wo diese eine östliche Religion zum Beispiel etwas mit dem Katholizismus gemeinsam hat. Weil der Drache, das wissen wir aus Offenbarung 12, Vers 9, ist der Satan, der auf die Erde geworfen wurde. Das steht in Offenbarung 12 darin. Ja, können wir auch mal eben nachlesen. Ich sorge mir ja nichts aus dem Daumen. Da steht hier, und so wurde der große Drache niedergeworfen. Die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Er, der Teufel, der Satan, verführt den ganzen Weltkreis. Deswegen ist die römisch-katholische Kirche universal, weil die verführt den ganzen Weltkreis. Offenbarung 17,2. Von dem Wein ihrer Unzucht sind alle, die auf der Erde wohnen, trunken geworden. Und wenn man trunken geworden ist, dann denkt man nicht mehr gerade. Ne? Und dann wird man eben verführt. Und genau das ist eben das, was hier drin steht. Deswegen ist die römisch-katholische Kirche die universelle Kirche, die eine Kirche, die mit allen anderen Glaubensgemeinschaften so viele Gemeinsamkeiten haben, dass eben der Glaube des Katholizismus weltumspannend ist. Ob sich das jetzt in China Taoismus nennt oder in Indien Buddhismus oder in Thailand oder irgendwo anders Mohammedanismus oder wie auch immer, die Gemeinsamkeiten sind da. Und die Gemeinsamkeiten führen alle in ein und dieselbe Richtung, nämlich zur römisch-katholischen Kirche, die aus Babylon kommt. Und all die anderen Kirchen kommen auch aus Babylon. Deswegen habe ich damals, ja, heute kann ich das sagen, dass damals das wohl vom Geist her die Absicht war, zu sagen, Jörg, deine erste deutsche Lesung, mach von Babylon nach Rom. Da habe ich ja in dem Augenblick selber gar nicht dabei stillgestanden. Ich habe das Buch ja noch nicht mal vorher gelesen gehabt, weder in Deutsch noch in Englisch. Aber wie wichtig das ist, das erscheint mir jetzt erst Jahre später. Und dass man ganz deutlich sieht, dass all diese menschengemachten Religionen an den Satan verbunden sind, ihren Ursprung in Babylon haben. Und dass deswegen Rom, dass das moderne Babylon ist, und da gibt es sogar Aussagen von römisch-katholischen Bischöfen oder Katholiken, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber mindestens auf der Ebene eines Bischofs, ja, so hoch, Menschen, die das selbst sagen. Die das nicht nur gesagt haben, die das niedergeschrieben haben.
Das ist sogar von der römisch-katholischen Kirche selbst akzeptiert. Die römisch-katholische Kirche ist, oder Rom ist das moderne Babylon. So wollte ich das sagen. Rom ist das moderne Babylon. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem wir hier uns jetzt eben beschäftigen. Deswegen ist katholisch universell, allgemein, weltumspannend, weltumfassend. Und sie behauptet von sich, dass sie unfehlbar ist, dass ihr Papst, ihr sichtbares Oberhaupt, der wahre Nachfolger und Statthalter Jesu Christi ist und dass außer dieser Kirche es kein Heil gibt. Mit anderen Worten sagt die römisch-katholische Kirche, dass es außer ihr kein Heil gibt, da sagt sie im Grunde genau dasselbe mit wie Jesus Christus. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und nur wenn du zum Vater kommst durch Jesus Christus, hast du Erlösung, hast du Heil. Ja, hast du dein Seelenheil, hast du deine Errettung. Sonst hast du das nicht. Das sagt die römisch-katholische Kirche auch. Nur sagt sie, außer bei ihr. Also Jesus sagt bei mir und die römisch-katholische Kirche sagt bei mir. Jetzt ist die Frage, ja, wer hat denn recht? Ja, die Frage ist, wem willst du denn glauben? Einem Menschen oder dem Menschensohn? Und wieder, das ist keine Entscheidung, die ihr selbst trefft. Das ist kein freier Wille. Da geht meine nächste interessante Lesung drüber. Das ist kein freier Wille. Das ist, wozu der Geist euch leitet. Und mit dem ihr euch dann identifiziert. Oder auch nicht. Die Kirche, sagen die Papisten, muss gewisse charakteristische Hauptkennzeichen haben. Diese müssen so deutlich sein, dass sie auch ohne große Gelehrsamkeit und mühsames Suchen erkannt, so augenfällig und handgreiflich, dass sie von jedermann überall gleichzeitig wahrgenommen werden können. Die Kirche muss, so sagt der jesuitische Kardinal Bellarmine, der Ende des 16. Jahrhunderts lebte, ich glaube von 1542 bis Anfang des 17. Jahrhunderts, die Kirche muss der Sonne gleichen, deren leuchtende Strahlen allenthalben ihren Aufgang verkünden. Durch den Nachweis dieser Kennzeichen muss die Frage, welche ist die wahre Kirche, gelöst werden. Die Papisten behaupten und getrauen sich zu beweisen, dass diese Kennzeichen allein an der römischen Kirche zu finden und dass sie deshalb mit Ausschluss jeder anderen Gemeinschaft die heilige katholische Kirche sei. Das erste unerlässliche Kennzeichen der wahren Kirche, welches nach papistischer Behauptung die römische Kirche allein besetzt, ist die Einheit. Nun, Bellarmine setzt diese Einheit in dreierlei. Ja? Die Bibel übrigens tut es in einerlei setzen. Johannes sagt in Kapitel 4, Vers 24, Zitat, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ende Zitat. Jesus Christus ist die Wahrheit und nur durch ihn manifestiert sich die Kirche, die Gemeinde, die Ekklesia hier sichtbar. Einheit ist nur in der Wahrheit, die Jesus Christus ist und durch nichts anderes zu erreichen. Das ist biblisches Verständnis. Das römisch-katholische Verständnis, das ist eben, dass diese Einheit dreierlei ist. Jetzt nehme ich mal kurz einen kleinen Schluck. Dreierlei. Denselben Glauben, dieselben Sakramente, also Werke und dasselbe Haupt, nämlich den römischen Bischof. Nicht Jesus Christus, der zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt, sondern den römischen Bischof, der in seinem Apartment da in Rom im Vatikan sitzt. Dens erklärt, diese Einheit bestehe darin, dass die Kirche, Zitat, ein Haupt, einen Glauben, Einmütigkeit der Lehre, dieselben Sakramente und die Lebensgemeinschaft der Heiligen habe. Was das Erste betrifft, also die Einheit des Hauptes, so sagt Dens, die römische Kirche sei darin ganz besonders begünstigt, denn nur in ihr finde sich ein sichtbares Haupt
unter Christo, welchem alle Bischöfe und die ganze Gemeinde der Gläubigen unterworfen seien. In ihm, so fährt er fort, in ihm hat sie einen Mittelpunkt der Einheit und eine Quelle des Ansehens und der Gewalt, welche in ihrer Ausübung sich über ihr ganzes Gebiet erstreckt. Was ist die Kirche, lautet eine Frage in Dr. Rileys Katechismus. Und die Antwort ist, was ist die Kirche? Sie ist die Gemeinschaft der Gläubigen, welche den wahren Glauben bekennen und dem Papste gehorsam sind. Ja, also bis zu den letzten drei Worten fand ich das ja ganz richtig. Ist die Gemeinschaft der Gläubigen, welche den wahren Glauben bekennen? Ja, da bist du absolut richtig. Und die dem Papste gehorsam sind? Nein. Wer mich liebt, der hält meine Gebote, sagt Jesus Christus. Und Jesus Christus hat keinen Stellvertreter in Fleisch im Rom hier auf dieser Erde. Der Stellvertreter, den Jesus Christus geschickt hat, war der, von dem er gesagt hat, wenn ich nicht gehe, dann kann ich ihn euch nicht senden. Deswegen ist es unerlässlich, dass ich von euch gehe. Dann nämlich kann der Tröster kommen, der euch in alle Wahrheit leitet. Aber das ist der Heilige Geist. Und der sitzt nicht sichtbar irgendwo, sondern der offenbart sich uns, wenn wir wiedergeboren sind. Gleicherweise legen die Romanisten großes Gewicht auf die Tatsache, dass genau derselbe Glauben, zumal seit Antichrist Pius IV. Und dem Tridentiner Konzil durch die römischen Katholiken in allen Teilen der Welt bekannt, dass ganz dieselben Glaubens- und Sittenlehren in allen ihren Katechismen vorgetragen werden und dass unter ihnen nur eine Glaubensregel gilt, nämlich Schrift und Tradition. Und dass sie nur einen Verkünder und Ausleger dieser Regel haben, die katholische Kirche selbst. Nicht in ihrer Lehre nur, sagt Dr. Milner, sondern auch in allen wesentlichen Punkten ihrer Liturgie ist die römisch-katholische Kirche eine und dieselbe. In jedem Teile der ganzen Welt bringt sie dar dasselbe unblutige Opfer der heiligen Messe als der vornehmsten Handlung ihrer gesamten Gottesverehrung. Sie verwaltet überall dieselben sieben Sakramente. Außerhalb dieser Sakramente, wenn man die nicht hat, hat man keine Erlösung, sagt die römisch-katholische Kirche. Also ist es eine Erlösungslehre, die durch Werke kommt. Und die Bibel sagt ganz deutlich, durch Gnade seid ihr gerettet und das nicht durch eure Werke, auf dass niemand sich rühme oder niemand sich brüste, je nachdem, wie es übersetzt ist. Lest that anyone should boast. Ja? Also, die sieben Sakramente kannst du in die Tonne drücken. Die geben dir keine Seligkeit, die bringen dich nicht zur Heiligkeit, die bringen dich nicht zu Jesus Christus. Wenn der Mensch meint, er hätte selbst etwas mit seiner Erlösung zu tun, dann macht er da Mist draus. Weil, ihr kennt ja die Geschichte von dem König Midas, ne? Alles, was der anfasste, wurde zu Gold. Wenn es darum geht, was der Mensch anfassen muss, um für seine eigene Rechtfertigung zu sorgen, dann wird alles zu dieser braunen, klebrigen Masse, die bei ihm hinten rauskommt, nachdem man was gegessen hat. Ja? Der Mensch kann nicht an seiner eigenen Erlösung teilhaben. Nur durch den Glauben, durch die Gnade Gottes sind wir gerettet, das nicht durch unsere Werke. Natürlich verwaltet die römisch-katholische Kirche die Sakramente. Und ich als katholischer Mensch, also wenn ich einer bin, bin dazu verpflichtet, diese Sakramente zu akzeptieren und sie zu nehmen, anzunehmen und auszuführen. Und dadurch bekomme ich dann die Seligkeit in der römisch-katholischen Kirche. Aber ich bekomme nicht die Seligkeit in Jesus Christus. Was die Gemeinschaft der Heiligen Schrift, was die Gemeinschaft der Heiligen betrifft, so besteht dieselbe nach Rileys Katechismus darin, Zitat, dass die Glieder der Kirche an den in ihr enthaltenen geistigen Segnungen und Schätzen teilhaben. Ende Zitat.
und diese hin wieder bestehen nach demselben Katechismus in den Sakramenten, dem heiligen Messopfer, den Gebeten der Kirche und den guten Werken der Gerechten. Ja, jetzt habe ich hier ein paar Worte grün angestrichen und natürlich wisst ihr, da könnt ihr euch wieder mal einen Kommentar erwarten. Nur ich muss euch enttäuschen, das wird kein großer Kommentar. In den Sakramenten dem heiligen Messopfer steht hier, ich hätte ja im Grunde den ganzen Satz anstreichen müssen, dem heiligen Messopfer. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen und hat am Kreuz sein Blut, das heißt sein Leben, ja, weil in dem Blut ist das Leben, vergossen für unsere Sünden. Und zwar nicht nur für diejenigen, die gerettet werden wollen, sondern auch für diejenigen, die nicht gerettet werden wollen. Jesus Christus hat gelitten für einen jeden Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, bis zu dem Zeitpunkt, als er am Kreuz starb, und ebenso auch für jeden Menschen, der noch in der Zukunft leben wird, bis er wiederkommt. Er ist für die ganze, gesamte Menschheit gestorben. Er hat für alle Sünden eingestanden. Er ist das einzige Opfer, das dem Vater im Himmel Wohlgefallen entlockt hat. Deswegen hat in dem Augenblick, als Jesus Christus den Geist aufgegeben hat, der Gott dafür gesorgt, dass der Tempelvorhang von oben nach unten entzwei gerissen wurde und das Heiligste des Heiligen entblößt wurde, um deutlich zu machen, es gibt keine weiteren Opfer mehr. Jesus Christus ist das einzige ein für alle Mal akzeptierte Opfer, keine anderen Opfer mehr. Also, warum mache ich in dieser Messe ein sogenanntes Messopfer? Das ist jedes Mal ganz klar und deutlich die Missachtung, die Missbilligung, das Nicht-Akzeptieren, das Abweisen, das Ablehnen des einzigen Opfers Jesu Christi. Und wenn ich das einzige Opfer Jesu Christi ablehne, kann ich mich dann wiedergeboren nennen? Na eben nicht. Und da ist doch das Problem. Das heilige Messopfer, das ist die Eucharistie. Das wird den Menschen verabreicht in Form unter der Transsubstantiation. Das ist die Wesensveränderung. Der Papst spricht die heiligen Worte, ec hoc est corpus enim meum, lateinisch da noch, in der toten Sprache, und befiehlt mit diesen Worten Jesus Christus aus dem Himmel, also vom Thron, von der Rechten des Vaters, in dieses Brot, in seiner gesamten Menschlichkeit, Göttlichkeit, im Fleisch, im Blut, im Körper und in der Seele. Das alles ist das Brot dann auf einmal, durch diese heiligen Worte. Es ist zu Jesus geworden und den esse ich dann. Kannibalismus. Weil, wenn ich das tue, nach den Vorgaben Jesu Christi, der gesagt hat, nehmt dieses Brot, brecht es, dies ist mein Leib, tut dies zu meinem Gedächtnis, dann bin ich nach dem Tridentinischen Konzil verflucht. Anathema. Und da müsst ihr mir nicht glauben. Schaut die offiziellen Veröffentlichungen der römisch-katholischen Kirche über das Konzil von Trient nach. Schaut euch das Buch an da von Neuner und Roos. Jetzt komme ich gerade nicht mehr auf den Titel. Mal eben gucken, ob ich das hier habe. Ich hatte es ja schon öfter erwähnt. Entschuldigung. Neuner und Roos hatten ja... Ne, steht da nicht bei. Ah, muss ich mal eben schauen, dass ich das Buch hier irgendwo in meinem Schlafzimmer liegen habe. Ich habe es irgendwo liegen. Ich mache mich jetzt wirklich auf die Suche. Ich weiß, ihr könnt es nicht sehen, aber dann weiß ich, unter welchem Titel ich das vielleicht noch finde. Der Glaube der Kirche heißt das Buch. In den Urkunden der Lehrverkündigung, neu bearbeitet von dem Jesuiten Karl Rahner und Karl-Heinz Weger. Der Glaube der Kirche, muss ich das mal unter dem Schlagwort, unter dem Stichwort hier suchen. Unter Glaube, vielleicht finde ich das dann. Dann kann ich euch das Bild noch mal eben zeigen. Das sind ganz offizielle Werke von der römisch-katholischen Kirche
akzeptiert. Hier haben wir es. Hier haben wir es. Wir bleiben stehen. Das ist das Buch. Ja. Vom Neuner Roos. Ja, das ist der Verlag wohl. Von Karl Rahner und Karl-Heinz Weger. Das ist hier die 13. Auflage. Das habe ich hier auch. Ich habe die 9. Auflage hier. Da gibt es also verschiedene. Das ist 9. Auflage von 1971, gedruckt 1975 in Regensburg. Das ist ein Buch von knapp, ja, ziemlich klein und eng bedruckt, in total 600 Seiten ungefähr. Und da steht ganz offiziell drin, was die Lehre der römisch-katholischen Kirche ist, nach dem Konzil von Trient. Und, das ist das Wichtige, auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das stattgefunden hat zwischen 1962, also 8. Dezember, glaube ich, wurde es eröffnet, also Ende 1962 bis 1965, wurden alle beschlossenen Lehren, alle beschlossenen Verdammungen, die nachher ausgesprochen wurden, also alles, was im Konzil von Trient damals stattgefunden hat, wurde im Zweiten Vatikanischen Konzil bestätigt. Auch wenn im Zweiten Vatikanischen Konzil man auf einmal nicht mehr von Heretikern spricht, sondern von getrennten Brüdern. Ja? Also die Ketzer von damals sind jetzt auf einmal getrennte Brüder. Das Problem ist nur, solange dieser getrennte Bruder nicht die volle Kommunion mit den Katholiken eingeht, ist er immer noch ein Ketzer und wird eben auch wie ein solcher behandelt. Ja? Und die volle Kommunion ist, na, ihr habt es wahrscheinlich schon geraten, genau, die Eucharistie. Solange ich also nicht die Eucharistie mit den Katholiken genauso auf die Art und Weise einnehme, wie sie es lehren, bin ich immer noch ein Ketzer. Das steht alles unter anderem in diesem Buch. Besorgt euch das, kostet nur ein paar Euro. Ich habe es damals auch mir online bestellt. Wirklich, ist nicht teuer. Kann man unglaublich viel nachlesen. Ich habe da schon so viel drin geschmökert. Das sind solche Sachen, da würde ich eigentlich sagen, Mensch, Jörg, da müsstest du eigentlich mal eine Lesung von machen. Oder von was müssten die noch alle mal eine Lesung machen? Das ist der Nachteil des Heiligen Geistes. Er wirft einen so zu mit Wahrheit, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wo anfangen und wo aufhören. Dass man so viele Dinge studieren möchte, aber das ist dann auch der ganze Lebensinhalt. Das ist das Schöne da wieder dran. Ja? Also, um nochmal jetzt auf das Buch hier zurückzukommen, was wir jetzt gerade eben am Lesen sind. Ja? Es geht hier wieder um denselben Katechismus, ne? Wie es hier steht in diesem Satz. Was die Gemeinschaft der Heiligen betrifft, also der Heiligen innerhalb der römisch-katholischen Kirche, lass uns mal sagen, so besteht dieselbe nach Rileys Katechismus darin, dass die Glieder der Kirche an denen ihr enthaltenen geistigen Segnungen und Schätzen teilhaben und diese hin wieder bestehen nach demselben Katechismus in den Sakramenten, dem heiligen Messopfer auf der einen Seite, das ist das eine Opfer, den Gebeten der Kirche und den guten Werken der Gerechten. Nun sagt die Kirche, nun sagt die Bibel aber, es ist nicht einer gerecht, nein, nicht einer, ja, was machen wir denn dann schon mal mit diesem Satz, und durch die guten Werke der Gerechten, da sagt die Bibel, aber ihr seid nicht durch Werke errettet, sondern ihr seid durch Gnade errettet. Also, wir haben hier drei Punkte, die absolut gegen das sprechen, was in der Bibel steht. Das ist offizielle römisch-katholische Lehre und jeder, der sagt, Jörg, der zieht hier irgendwelche Dinge an den Haaren herbei, der muss nur seine Bibel aufmachen und der liest, dass A, die römisch-katholische Kirche hier das Messopfer anstatt das Opfer Jesu Christi setzt. Also das Opfer Jesu Christi nicht akzeptiert, gute Werke vorausstellt, aber durch gute Werke, wenn nicht gerechtet sind, nicht gerechtfertigt werden, sondern durch die Gnade Gottes, durch Gnade seid ihr errettet und das nicht durch Werke, und dass niemand gerecht ist. Drei Punkte, die absolut gegen die Bibel sprechen. Oh, meine Nase läuft langsam zu, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr. Wir müssen sowieso gleich Pause machen. Die Stunde ist schon fast vorbei. Wir sind ja am Anfang einer neuen Seite und wollen eben noch mal ein bisschen weiterlesen kurz. Überhaupt lassen die Papisten bei der Entscheidung dieses Punktes die Gnadengaben und Segensfrüchte des inwendigen Christentums ganz außer Acht und halten sich bloß an die äußerliche Organisation. Ja, was hat Jesus Christus denn über die äußerliche Organisation gesagt? Bitte, ich kenne das Neue Testament nicht auswendig. Ich kriege das nicht zusammen, Buch, Kapitel und Vers. Aber Jesus Christus hat doch gesagt, äußerlich seid ihr weiß,
weißgemachte Gewänder oder was weiß ich, und innen seid ihr gefüllt mit toten Menschenknochen. Ja? Die könnt ihr die Stelle mal selber raussuchen. Ich meine, das komme ich jetzt nicht drauf, wie ich das hier raussuchen kann. Dann müsste ich wieder einen Browser aufmachen und da wieder Zeit dran gehen. Sucht es selbst aus. Ja? Aber genau das ist im Grunde das. Der äußerliche Schein ist sauber, pur, weiß, rein. Ja? So erscheint die römisch-katholische Kirche auch. Deswegen soll man sie auch nicht daran messen, was sie sagt, sondern man soll sie daran messen, was sie tut. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also, die römisch-katholische Kirche ist äußerlich eine saubere Organisation, aber wehe, man guckt ein wenig ins Eingemachte. Nun, Bellarmine, der Kardinal, der jesuitische Kardinal, schämt sich nicht zu behaupten, dass die Väter, das ist auch wieder so eine Sache, denn niemand auf dieser Erde dein Vater, denn einer ist der Vater, der ist im Himmel, ne? Matthäus Kapitel 6, dass die Väter jederzeit die Gemeinschaft mit dem römischen Bischöfe für ein wesentliches Merkmal der wahren Kirche erklärt hätten. Bei der Beweisführung bezieht er sich wohlweislich mit Übergehung der Schriften des Neuen Testaments, natürlich, weil in denselben zahlreiche unzweifelhaft selbstständige und in keiner Weise von Rom abhängige Kirchen genannt werden, bloß auf die nicht inspirierten späteren Schriftsteller, die Schatzgräber des Primates. Wenn das Denken nur einem einzigen Mann auf Erden erlaubt ist, alle anderen aber ihm zuzustimmen gezwungen sind, ist es freilich leicht, die Einheit durchzusetzen. Sie ist dann aber auch vollkommen wertlos. Trotz des Despotismus, der zu allen Zeiten angewendet wurde, um die freie Forschung und offene Besprechung in der römischen Kirche zu hindern, brachen doch ernstliche Differenzen und wütende Streitigkeiten innerhalb der römisch-katholischen Kirche selber aus. Mit dem Namen des jedesmaligen Papstes ist der ganze Umfang der Einheit in seiner ganzen Ausdehnung bezeichnet. Da ist sie vorhanden, oder doch gewöhnlich vorhanden gewesen. Auf jedem anderen Punkte hört sie schon auf. Die römische Theologie ist in den verschiedenen Zeitaltern eine wesentlich andere gewesen, und zwar so, dass zu einer Zeit behauptet wurde, was zu einer anderen Zeit entschieden geleugnet ward. Und das ist genau ein Punkt, den Martin Luther auch damals in Worms angeholt hat. Für diejenigen, die sich da noch daran erinnern, als Martin Luther in Worms seine Schriften verteidigt hat, hatte er gesagt, wenn ich durch normalen Verstand und die Bibel widerlegt werden kann, also die Heilige Schrift, dann werde ich meine Arbeiten oder meine Aussagen zurückziehen, aber ansonsten nicht. Denn auch Konzilien und Päpste haben sich in der Vergangenheit bereits widersprochen. Das ist genau das, was James Edgen Wiley hier anführt. Die römische Theologie ist in den verschiedenen Zeitaltern eine wesentlich andere gewesen. Und zwar so, dass zu einer Zeit behauptet wurde, was zu einer anderen entschieden geleugnet ward. Was im 6. Jahrhundert als gesunde Lehre galt, war Ketzerei im 12. Und was in diesen zur Seligkeit hinlänglich war, gilt in unseren Tagen, also im 19. Jahrhundert, als unzureichend. Die Brotverwandlungslehre, also das ist die Transsubstantiation, die ich ja mit euch schon kurz vorher besprochen hatte, die Brotverwandlungslehre wurde im 13. Jahrhundert erfunden. Nach 3 Jahrhunderten folgte ihr erst die vom Messopfer, dann in neuester Zeit die von der unbefleckten Empfängnis der Maria. Das ist 1854 ist das Jahr Dogma geworden von Papst Pius IX. Im 12. Jahrhundert war die lombardische Theologie, welche Glauben und Werke bei der Rechtfertigung des Sünders in Verbindung brachte, in Geltung. Ihr ganzer Tag dahin und 100 Jahre später folgte ihr die scholastische Theologie, deren Anhänger den Glauben herabsetzten und bei der wichtigen Lehre von der Rechtfertigung nur den Werken eine Stelle gaben. Auf den Trümmern dieser erblühte dann die mönchistische Theologie, welche den päpstlichen Ablass, den Luther im Anfang des 16. Jahrhunderts angeklagt hat, Bilderdienst, die Verehrung der Heiligen und die überschüssigen guten Werke rühmend verteidigte und des Sünders Rechtfertigung darauf baute.
Gleich nach der Reformation kam eine mannigfach modifizierte Theologie an die Reihe, in welcher zufolge des jüngst aufgegangenen Lichts die dicksten Irrtümer aufgegeben wurden. Und endlich mussten alle diese Systeme der jesuitischen Theologie Platz machen, deren Lehrgebäude in mehreren wichtigen Punkten von allen früheren erheblich abweicht. Sie stellt in der Lehre von der Rechtfertigung den Satz an die Spitze, dass die habituelle Gerechtigkeit ein Gnadengeschenk, die aktuelle, aber wirklich vor Gott geltende Gerechtigkeit eben in dem Verdienst der guten Werke bestehe. Habituell, also gewohnheitsmäßig, verhaltenseigen und aktuell, gegenwärtig, in dem Verständnis nochmal, dass die verhaltenseigene Gerechtigkeit ein Gnadengeschenk, die gegenwärtige, aber wirklich vor Gott geltende Gerechtigkeit eben in dem Verdienste der guten Werke bestehe. So ist nacheinander fünferlei Theologie in der römischen Kirche im Gange gewesen. Welche ist nun rechtgläubig? Oder ist es eine jede dieser wesentlich verschiedenen Betrachtungsweisen? Wir vermissen jedoch die Einheit nicht bloß in den verschiedenen Zeitaltern der römischen Kirche, sondern auch unter ihren gleichzeitigen Lehrern und Konzilien. Und das ist ein guter Moment, um mit dieser Lesung Schluss zu machen und hier nächstes Mal weiterzugehen. Ich hoffe, dass da meine Nase nun auch wieder ein wenig freier ist. Die ist im Augenblick ziemlich verstopft und es ist unangenehm, noch weiterzulesen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich klinge wahrscheinlich auch ein bisschen schlechter als sonst. Von daher lassen wir es hierbei. Es war ja auch, wie man so schön im Flämischen sagt, da war es ein hehle Boot ran. Ne? Das war ein ganzes Stück, was man jetzt erstmal schlucken muss. Und wie gesagt, ich kann nur jedem anraten, sich dieses Buch Der Glaube der Kirche von Neuner Roos zu besorgen oder ähnliche Bücher, die erklären, wie die Lehren des römisch-katholischen Konzils von Trient in den Katechismus eingegangen sind und heute immer noch gültig sind. Und wenn ich mich ein Katholik nenne, dann muss ich diese Dinge akzeptieren. Wenn ich diese Dinge nicht akzeptiere, dann kann ich kein Katholik sein. Aber wenn ich kein Katholik bin, ja, was bin ich denn dann? Bin ich dann Protestant? Naja, nur wenn ich protestiere. Nein, dann bin ich das, wo die Welt heutzutage voll von ist. Dann bin ich ein Atheist, dann bin ich ein Agnostiker, dann falle ich vom Glauben ab, weil ich vom Glauben enttäuscht bin. Ich bin nur deswegen vom Glauben enttäuscht, weil ich die Bibel nicht gelesen habe. Und deswegen möchte ich mit meinem wöchentlichen Aufruf hier wieder mal verbleiben. So abgedroschen das auch klingt, lest eure Bibel. Maranatha.